Mein Name ist Monika Neef. Ich bin die Janice Kadas. Also ich bin die Melanie. Ich bin Ausbildungsleiterin bei der Raiffeisenbank in Erding. Und ich begleite unsere Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit bei uns. Ich habe meine Ausbildung zur Bankkauffrau hier angefangen am 1. September 2020. Und jetzt bin ich frisch ausgelernt und fange jetzt richtig zum Arbeiten an. Ich habe bei einem Berufsinfotag teilgenommen. Da wurde mir der Beruf Bankkauffrau vorgestellt, näher erklärt. Und ich fand es auch total interessant, dass der Ausbildungsberuf Bankkauffrau sehr vielseitig ist, da man in sehr viele Abteilungen reinschauen darf. Das hat mich dann sehr interessiert, also habe ich mich für ein Praktikum beworben. Auch der Kundenkontakt hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich mich beworben. Mein Start in meiner Ausbildung war natürlich sehr schön und dann hatten wir ein Startklasse-Seminar. Das war ein Seminar an unserem ersten Ausbildungstag mit den anderen Azubis vom Kreisverband. Und da wurde uns ganz viel über die Ausbildung erzählt und den Ablauf und da konnte man sehr gut reinkommen. Und wir haben dann auch gleich am Anfang der Ausbildung ein Azubi-Projekt angefangen. Das ist ein Projekt, da arbeitet man jedes Jahr dran, auch mit den anderen Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr. Und da kann man auch viel von denen lernen. Gegen Ende der Ausbildung wird ein Gespräch stattfinden mit unseren Ausbildungsverantwortlichen. Die wird dann so geklärt, welche Stellen offen sind, was man selber interessant findet, welche Abteilung. Die Raiffeisenbank Erding bietet sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie bietet zum einen nach der abgeschlossenen Bankausbildung den Bankfachwirt, genauso wie den Betriebswirt oder Bachelor, Master, je nachdem, was man halt gern tut. Und je nachdem, welche Stelle man dann noch antritt, werden wir an der Stelle sehr gut vorbereitet. Wichtige Fähigkeit ist Kontaktfähigkeit. Den Umgang mit Menschen, mit Kollegen, mit Kunden. Gleichzeitig aber auch der Spaß am Verkauf. Das ist unser Herzstück. Selbstsicherheit und Verantwortung übernehmen. Was sehr wichtig ist in unserem Berufsbild, ist Gewissenhaftigkeit. Unsere Kunden erwarten zu Recht von uns Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Und der Umgang mit Geld und mit den Themen der Wirtschaft ist, dass man da Interesse dran hat. Das ist auch eine sehr gute Voraussetzung, weil das einfach auch Bestandteil der Prüfung ist und das, was uns ja ausmacht. Wir sind ein Teil des Wirtschaftsgeschehens. Leistungsmotivation, fördern und fordern ist unser Prinzip, wie wir unsere Auszubildenden immer gut durch die Ausbildung bringen. Wir sind ein Unternehmen, das unsere Auszubildenden relativ schnell in die Verantwortung bringt und auch selbstständig arbeiten lässt. Wenn wir zu einem Einstellungsgespräch kommen, dann werden genau diese Punkte in diesem Vorstellungsgespräch auch abgefragt und bewertet. Mein Tipp für Sie, bewerben Sie sich für ein Praktikum. Wir bieten Praktika an von 2 Tagen bis zu einer Woche. Man lernt sich kennen. Lassen Sie sich überraschen, wie spannend das Berufsbild Bankkaufmann, Bankkauffrau ist. Und wenn es dann zu einer Bewerbung kommt, zum Vorstellungsgespräch, ist es immer gut, wenn man sich vorher schon mal kennenlernen durfte. Natürlich würde ich mich riesig freuen, den einen oder anderen von Ihnen tatsächlich bei einem Vorstellungsgespräch bei mir begrüßen zu dürfen. Wäre eine super Geschichte.